Ja, wir haben heute die Landesverkehrsreferentenkonferenz gehabt. Es waren Mitglieder der Landesregierung, Beamte aus allen Bundesländern mit dabei. Landeshauptmann Hans Nissel hat die Sitzung geleitet, sehr umsichtig. Alle Beschlüsse sind einstimmig getroffen worden und wir gehen auch bei der Frage, wie soll der öffentliche Verkehr ausgestaltet sein, welche Maßnahmen können wir setzen für den Radverkehr, was ist für die Schiene wichtig, alles das können wir gemeinsam umsetzen. Heute ist übrigens auch der erste Zug aus China eingetroffen. Als ich vor kurzem meine China-Reise angetreten habe, ist kurz danach dieser Zug weggefahren von China hier nach Österreich, kommt heute an. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass man mit der Bahn umweltfreundlicher unterwegs ist als mit dem Schiff. Und wir wollen deswegen auch das Projekt Seidenstraße unterstützen, wo man mit der Bahn elektrisch den Weg von China nach Europa zurücklegen kann. Denn das Schiff, viele wissen das, ist alles andere als umweltfreundlich und auch viel langsamer. Und mit der Bahn werden in Zukunft Güter und Waren von Österreich nach China, von China nach Österreich in 10 Tagen transportiert werden können.